Die US-Indizes haben gerade ein spannendes Bild, zumindest zwei davon. Gucken wir sie uns mal an, nämlich der Dow Jones. Ein wunderbares Chartmuster, wie ich finde zumindest, denn es zeigt eine relativ zügige Richtung, und zwar in welcher Zeitebene? Im Stundenchart. Ich mache das mal größer für all diejenigen, die mobil jetzt unterwegs sind und das sonst gar nicht so gut erkennen können. Der Kurs kam ja von unten, also deutlicher Anstieg. Wir wissen das, Schübe hoch, wackelig runter, Schübe hoch, wackelig runter, und so weiter. Ihr kennt das ganze Spiel. Aber vom Hoch ausgehend, ich male das mal mit dem Finger nach, sind wir zügig runtergegangen, danach wackelig. Dann wieder zack und dann wieder ein bisschen Gegenbewegung. Sagen wir mal wackelig in dem Moment und dann runter. Und manch ein Schelm wird jetzt sagen, könnte man da nicht Ziffern dran schreiben? Ist das nicht so was, was er immer sagt? Jawohl, es ist, was er immer sagt, nämlich die bekannten Elliott werden in dem Fall ein Impuls. Und wir sehen, dass dieses Hoch mit diesem Tief nicht überschneidet. Das ist also im Idealfall, ich mache es mal ein bisschen schöner, genau diese Impulsbewegung, die Abstände voneinander hat und dementsprechend eine neue Haupttrendrichtung darstellen kann. Ich sage bewusst kann, es gibt einen Ausnahmefall, das ist gar nicht so eine große Ausnahme, das kommt relativ häufig vor, Stichwort wäre ein Flat, dann müsste das die letzte Welle eines Flats sein, dann könnte es sogar dynamisch nach oben gehen. Dafür könnte man mal schauen, was hatten wir denn davor? Ist das eines Flattes würdig? Und das ist es aus meiner Sicht nicht, weil wir hier so gekommen sind. Für ein Flat müsste die Bewegung in etwa so gelaufen sein, na, nicht ganz so, aber zumindest mal so gelaufen sein. Das passt hier irgendwie nicht. Also der Teil von mir aus, aber hier, das passt nicht, weil irgendwo da in der Nähe müsste das sein. Das haut hier irgendwie nicht hin. Das spricht also sehr dafür, dass wir hier einen Impuls haben, der nicht die letzte Welle einer Bewegung ist, dementsprechend es so weitergeht, sondern eigentlich eher die erste Bewegungswelle ist und die zeigt nach unten. Was wir jetzt dafür idealerweise bräuchten, wäre eine Aufwärtsbewegung, die hier in den nächsten Stunden irgendwas Wackeliges nach oben, also eine Korrektur zeigt. Also im Prinzip genau das Umgekehrte, was wir hier auf der Aufwärtsseite hatten. Also irgendwie mehrfach wackeln oder von mir aus auch nur eine ABC, irgendwie sowas, aber was ein klar korrektives Bild eben vermittelt, um dann davon auszugehen, dass wir sowas Ähnliches wie das, was wir hier haben, mindestens noch einmal zu bekommen. Und selbst die Bullenfreunde unter uns werden zugeben müssen, ja, ja, gut, es geht zwar runter, aber es wäre jetzt noch kein Drama, denn wenn man hier mal die Fibonaccis anzeichnet, dann hätte man trotz alledem immer noch einen Rücksetzer, der klassischerweise ein ganz typischer, ein ganz normaler eben ist. Also insofern hier, naja, was soll man sagen, eben 1, 2, 3, beziehungsweise besser eine A, B, C in das klassische Rücksetzerniveau, um anschließend wieder nach oben zu gehen. Also eigentlich herzallerliebst das Ganze. Und das wäre so mein Traumbild, denn es würde einerseits wunderbar handelbar sein, nämlich dann, wenn wir die Korrektur haben, hier den Trigger auf der Short-Seite, eben der dann den Short nochmal ermöglichen würde. Und es würde das insgesamtige Bild eigentlich wunderschön konsolidieren und wir hätten von hier eine Chance zumindest mal, dass sogar vielleicht die Bullen nochmal an den Drücker kommen und der Markt anschließend weiter nach oben geht. Vorsichtig aber mit der Begeisterung, das ist noch nicht 100% sicher, denn auch es ist denkbar, dass das nicht nur so eine kleine Rücksetzerbewegung ist, sondern dass die sich sogar beschleunigt. Das lässt sich aber relativ leicht hier erkennen, ob es lang und länger hier runter geht und ob diese Bewegung hier, also die leichte Aufwärtsbewegung, ob die eben so korrektiv geht, das würde dann für eine Fortsetzung nach unten nochmal sprechen und lässt sich relativ leicht von einem Impuls nach oben unterscheiden, so ähnlich wie wir das hier ja auch hatten. Also ihr seht, das ist gar nicht so eine ganz große Kriegskunst, was wir hier anwenden müssen. Aktuell sieht es zumindest danach aus und das nicht nur beim Dow Jones, der S&P 500. Ihr seht, das hier ist ziemlich ähnlich unterwegs. Der hat sogar schon ein bisschen angedeutet hier die Korrektur. Vielleicht wird das was, was wir auch als Trade des Tages da nochmal mit reinbringen werden. Und deshalb unbedingt dafür anmelden. Es ist kostenfrei, da kriegt ihr ja immer wieder, wenn sich was besonders anbietet, unsere ganz konkreten Ein- und Ausstiegssignale. Ansonsten kann ich eigentlich nur nochmal darauf hinweisen. Schaut euch das Born for Trading an, vielleicht ist das was, um noch tiefer einzusteigen und viel mehr Informationen, viel mehr Details auch intraday immer wieder mitzubekommen, wie da die Situation sich teilweise verändert oder wie wir mit den Gegebenheiten dann eben arbeiten. So, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute. Achtet mal ein bisschen hier drauf. Euch toi toi toi, viel Erfolg an den Märkten, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.